Per Instagram kam die Anfrage, ob ich denn bitte ein Video machen könnte zur Ergebnistabelle. Und das mache ich natürlich auch gerne. Und noch schnell ein Hinweis, solltet ihr das Video auf dem Handy anschauen, dann müsst ihr schauen, dass ihr die Qualität in den Einstellungen möglichst nach oben schraubt, damit ihr auch wirklich alles ganz scharf erkennen könnt, da der Bildschirm relativ klein ist und meistens drosselt das Handy die Qualität. Ansonsten haben wir hier eine Ergebnistabelle. Und wir schauen uns jetzt an, was genau macht diese Ergebnistabelle und wie können wir die möglichst einfach, simpel zusammen ausfüllen. Und dann sind es leichte Punkte bei der Prüfung, Klassenarbeit, wie auch immer. Also, wir schauen mal drauf. Bei dieser Ergebnistabelle haben wir hier oben die Info, Ergebnistabelle Tafelschwamm KG, erstes Quartal 2022. Das ist schon mal wichtig. Für wann wurde diese Tabelle erstellt? Also diese Ergebnistabelle für die ersten 3 Monate 2022. Dann haben wir einen Rechnungskreis 1 und einen Rechnungskreis 2. Wir konzentrieren uns jetzt am Anfang beim Beginn erstmal auf diesen Rechnungskreis Nummer 1. Denn was wir hier sehen ist, wir haben den Begriff Buchführung und haben diese Werte hier und da steht Aufwendungen und Erträge. Und das bedeutet, Aufwendungen und Erträge kennen wir bereits und zwar ist das unser G&V-Konto. Dort stehen die Aufwendungen und die Erträge bei der Buchhaltung und entsprechend sind es aus dem ersten Quartal 2022 alle Aufwendungen und Erträge, die dann zusammen den Gewinn oder Verlust geben. Und genau den berechnen wir mal eben. Das ist der erste Schritt bei der Ergebnistabelle. Wir fahren hier mal kurz ein bisschen rein und dann ist die Summe bei den Aufwendungen 407.000. 407.000. Und bei den Erträgen 530.500. Also die jetzt einfach addiert. Und jetzt schließe ich diesen Bereich ab wie ein T-Konto. Das heißt, ich nehme den größeren Betrag, schreibe den nach unten, 530.500, übertrage ihn auf die andere Seite und fülle jetzt in diesem Bereich hier einfach nur die Differenz auf, damit die Seite aufgeht, also wie der Schlussbestand beim T-Konto. Was bedeutet, hier fehlen noch 123.500. So, damit ist es ausgefüllt. Und jetzt sehe ich also, dass im Bereich Buchführung, Aufwendungen und Erträge, G&V-Konto, habe ich eben hier unten sind die Erträge 123.500 Euro größer als meine Aufwendungen. Das genau ist mein Gewinn, wir erinnern uns, G&V-Konto, und ist in diesem Fall bei der Ergebnistabelle das Unternehmensergebnis, also das Ergebnis von meinem kompletten Unternehmen. Und jetzt kommt eben die Kosten- und Leistungsrechnung hier drüben und die sagt, ich möchte nicht das Unternehmensergebnis von hier, sondern ich möchte das Ergebnis, das ausschließlich betriebsrelevant ist. Und was genau das bedeutet, gucken wir uns jetzt im Detail an. Das heißt, wir müssen jetzt die einzelnen Positionen abwägen, sind die betriebsrelevant oder nicht. Also, ganz einfach. Wir nehmen an, wir stellen irgendein Produkt her, beispielsweise ein Getränk, das wir verkaufen, meine Tafelschwamm KG. Dann habe ich hier jetzt Erträge, Umsatzerlöse 500.000 Euro. Jetzt muss ich mich fragen, sind diese 500.000 Euro durch meinen Getränkeverkauf entstanden? Ja, das ist mein Umsatz. Und wenn das betriebsrelevant ist, dann kommt das hinten in die Kosten- und Leistungsrechnung. Kosten sind betriebsrelevante Aufwendungen, Leistungen sind betriebsrelevante Erträge. Das heißt, diese 500.000 Euro sind Leistungen, dadurch mein Produkt entstanden. Also kommen die hier hinten rein, 500.000 Euro. Nächste Position habe ich hier 30.000 Euro Erträge aus Beteiligungen. Das heißt, ich habe von meinem Unternehmen Gelder angelegt in andere Unternehmen in Form von Wertpapieren, die mir jetzt 30.000 Euro erbracht haben. Hat das etwas mit meinem Getränk zu tun? Nein, diese 30.000 Euro habe ich nicht eingenommen durch meine Produktion, ist also nicht betriebsrelevant und ist entsprechend ein neutraler Ertrag. Und da habe ich hier eine Spalte für neutrale Erträge. Das heißt, es hat nichts mit meiner Produktion zu tun. Also kommen hier die 30.000 Euro rein. Das gleiche bei diesen Zinsen hier. Zinsen, ich habe Geld angelegt auf der Bank in bestimmter Höhe und bekomme 500 Euro Zinsen. Auch die sind neutral, diese Erträge, sind also nicht relevant für meinen Betrieb, sprich kommen nicht durch meine Produktion.
Aufwendungen für Rohstoffe 100.000 Euro, die wiederum, ich brauche Rohstoffe, um zu produzieren, ist also betriebsrelevant. 100.000 Euro, das sind also Kosten. Dann Reparaturen, da steht meistens noch Instandhaltung dabei. Dabei geht es um die Maschinen, damit die funktionieren und ich produzieren kann. Da brauche ich 20.000 Euro an Reparaturen. Das sind Kosten, die halte ich hinten fest. Das ist betriebsrelevant. Dann habe ich Löhne. Löhne sind auf jeden Fall betriebsrelevant, weil ich Mitarbeiter brauche. Jetzt habe ich hier verbucht Löhne in Höhe von 50.000 Euro und ich habe bei den Ergebnistabellen habe ich immer noch Zusatzinformationen, wie zum Beispiel hier steht jetzt beim ersten Posten in der Position Löhne, hier ist eine Nachzahlung in Höhe von 10.000 Euro enthalten und zwar vom vierten Quartal 2021. Also von diesen 50.000 Euro sind 10.000 Euro eigentlich noch, die haben wir jetzt erst verbucht im 2022, die gehören aber eigentlich, ist es nur eine Nachzahlung aus dem letzten Jahr. Da ich aber, und jetzt kommt wieder diese Ergebnistabelle, ich erstelle die Ergebnistabelle für das erste Quartal 2022. Also gehören 10.000 von diesen 50.000 Euro nicht in meine Kosten- und Leistungsrechnung. Für 2022. Das heißt, 10.000 Euro sind eine Nachzahlung, sprich sind neutrale Aufwendungen. Das heißt, die grenze ich ab, deshalb heißt es hier auch Abgrenzungsrechnung. 10.000 Euro werden abgegrenzt. Also schreibe ich diese 10.000 Euro von den Löhnen, die nicht in dieses Quartal gehören, das ich gerade berechne, schreibe ich hier rein. Muss nur mein Stift wieder so gehen, wie er soll. So, die kommen hier rein und die anderen 40.000, die sind in diesem Quartal angefallen, die kann ich hinten notieren. So, das waren die Löhne. 40.000 sind relevant für mein erstes Quartal 2022. Dann habe ich Abschreibungen auf Sachanlagen 80.000 Euro. Diese Abschreibungen hat die Buchhaltung ermittelt. Meine Maschinen und so weiter verlieren 80.000 Euro an Wert in diesem Quartal. Jetzt habe ich eine Zusatzinformation wieder, die kalkulatorischen Abschreibungen betragen 90.000 Euro. Kalkulatorisch bedeutet, die tatsächliche Abschreibung beträgt 90.000 Euro. Also die Buchhaltung lag ein bisschen unterhalb und jetzt muss ich das Ganze korrigieren und fürs Korrigieren habe ich hier kostenrechnerische Korrekturen, zwei Spalten. Das heißt, ich nehme den Betrag aus der Buchhaltung, die 80.000 Euro, die trage ich hier vorne ein. Oh, nicht mit Rot, da mache ich das Ganze wieder mit Schwarz. So, also die 80.000 Euro, die trage ich hier vorne ein. Das hat die Buchhaltung ermittelt, das ist die betriebliche Aufwendung. Verrechnete Kosten, also tatsächliche Kosten laut Aufgabenstellung, sind 90.000 Euro. Jetzt habe ich korrigiert und jetzt nehme ich den tatsächlichen Betrag, also die 90.000 Euro, die trage ich hinten bei meiner Kosten- und Leistungsrechnung ein, damit ich ein möglichst genaues Ergebnis habe für meine Kosten- und Leistungsrechnung. So, dann habe ich den Posten Werbung und Werbung, da habe ich keine Zusatzinformationen. Werbung heißt einfach nur, das ist betriebsrelevant, denn wenn ich Werbung mache, dann verkaufe ich meine Produkte besser. Also 7.000 Euro Werbung, betriebsrelevant, werden hinten eingetragen als Kosten. Und der nächste Punkt ist Zinsaufwendungen, 150.000 Euro. Und Zinsaufwendungen, da habe ich jetzt wieder einen Zusatz. Eine Zusatzinformation und zwar steht hier geschrieben, kalkulatorische Zinskosten 165.000 Euro. Das heißt, ich muss die wieder korrigieren und wie wir das machen, wissen wir. Ich nehme den Betrag aus der Buchhaltung in Höhe von 150.000 Euro, trage den ein bei verrechnete Kosten, bei betriebliche Aufwendungen, trage dann den tatsächlichen Wert hier bei verrechnete Kosten ein und den tatsächlichen Wert schreibe ich zudem hinten in meiner Kosten- und Leistungsrechnung, damit ich da den richtigen Wert verrechne. Und jetzt habe ich noch eine freie Spalte, diese hier. Und da habe ich jetzt die letzte Information von meinen Zusatzinformationen. Es fällt ein kalkulatorischer Unternehmerlohn an in Höhe von 50.000 Euro. Der wird hier in dieser freien Spalte, wenn der angegeben ist, eingetragen. Das heißt, ich habe jetzt hier für diese Spalte, ich kürze das ab, kalkulatorischer Unternehmerlohn. Der wird hier eingetragen
Und jetzt ist es so, dass dieser kalkulatorische Unternehmerlohn, das ist praktisch der Lohn, den ich mir als Inhaber von dieser KG auszahle. Allerdings wird der nicht verbucht. Das heißt, in der Buchhaltung taucht der hier nicht auf. Das bleibt frei. Da wird nichts eingetragen, weil der Unternehmer zahlt sich ja selber, der hat keinen Arbeitsvertrag mit sich selber. Der zahlt sich selber in der Buchhaltung kein Gehalt aus. Wo er sich aber ein Gehalt auszahlt, ist hier hinten. Bei der Kosten- und Leistungsrechnung, denn er möchte ja trotzdem das Gehalt, das er sich dann selber zahlt, möchte er natürlich verbucht haben in seiner Kosten- und Leistungsrechnung. Also was machen wir? Von der Buchhaltung müssen wir nichts übernehmen. Das heißt, hier steht nichts und hier auch nichts, weil wir nichts übernehmen können. Die drei bleiben also leer. Aber wir müssen die Kosten verrechnen. Das heißt, wir haben hier 50.000 Euro. Jetzt verrutscht, nochmal 50.000 Euro, die wir hier eintragen und als Kosten ebenfalls 50.000 Euro. Das heißt, wir haben aus 0, hier steht ja nichts drin, aus 0 korrigiert zu 50.000 Euro. Und das war's. Jetzt ist die komplett ausgefüllt. Und jetzt summiere ich einfach nur noch. Also ich rechne jetzt alle Spalten einmal zusammen. Das heißt, hier habe ich 10.000 Euro. Hier habe ich 30.500. Dann schließe ich wieder ab wie ein T-Konto. Größere Seite nach unten. Übertragen auf die andere Seite. Und wir füllen auf. Da fehlen 20.500. Nächste beiden Spalten, das sind die kostenrechnerischen Korrekturen. Da habe ich hier vorne ein Betrag, ups, das war nicht so schön, ein Betrag von 230.000. Ich habe hinten einen Betrag von 305.000. Ich nehme wieder die größere Seite, schreibe die nach unten, das sind diese 305.000. Andere Seite ebenfalls 305.000 und ich fülle wieder auf die Differenz von 75.000 Euro, damit das aufgeht. Und dann ganz zum Schluss noch, meine Kosten in Summe sind 472.000 Euro. Andere Seite habe ich lediglich die Umsatzerlöse von 500.000 Euro. Größere Seite nach unten. Übertragen auf die andere Seite. Na, jetzt will mein Stift nicht mehr so, wie es ist. So. Gut. Und dann noch die Differenz und dann habe ich hier 28.000 Euro. Und jetzt kann ich noch eine Analyse hinzufügen. Und zwar, was wir jetzt sehen, ist, mit diesen Zahlen, die wir hier ausgefüllt haben, sehen wir jetzt Folgendes. Wir haben ein Unternehmensergebnis hier vorne, wie schon erklärt, von 123.500 Euro. Dann haben wir abgegrenzt. Hier ist der Abgrenzungsbereich. Einmal alles, was neutral ist, sprich was nicht in diese Periode gehört, zum ersten Quartal und alles, was nicht betriebsrelevant ist, waren insgesamt, wenn ich es verrechne, Aufwendungen und Erträge, bleiben 20.500 Euro übrig, die nicht mit dazugehören, die nicht zu meinem Betrieb gehören. Und dann habe ich noch diesen Bereich kostenrechnerische Korrekturen. Hier habe ich praktisch die Zahlen korrigiert, die in der Buchführung anders sind als in der Realität. Das heißt, ich habe 75.000 Euro angepasst und das führt dazu, dass wenn ich von 123.000 die 20,5 abziehe und die 75.000, dann erhalte ich einen reinen Betriebsgewinn oder ein reines Betriebsergebnis von 28.000 Euro. Und diese 28.000 Euro, das ist mein Betriebsgewinn, sprich, diese 28.000 Euro habe ich eingenommen mit lediglich Positionen, und zwar diesen hier. Das sind nur Positionen, die mit meiner Getränkeproduktion zu tun hatten. Und entsprechend weiß ich jetzt bei der Kosten- und Leistungsrechnung, die berechnet mir genau, wie viel hat mir meine Produktion eingebracht, ohne Erträge aus Wertpapieren, ohne Nachzahlungen aus dem letzten Jahr, ohne fälschlicherweise irgendwelche Zahlen, die in der Buchhaltung falsch aufgeführt sind, sondern der tatsächliche Betriebsgewinn sind 28.000 Euro durch meine Getränkeproduktion. Und das ist das, was die Ergebnistabelle mir wirklich zeigt. Das heißt, wir rechnen vom Rechnungskreis 1 rüber in den Rechnungskreis 2, grenzen ab
und haben dann bei der Kosten- und Leistungsrechnung das Betriebsergebnis. Ich hoffe sehr, dass das aufschlussreich war und ich hoffe sehr, dass ihr so ein bisschen dahinter gestiegen seid, wie wir das Ganze ausfüllen, wie wir das Ganze berechnen und warum wir es vor allem tun. Denn sobald ich weiß, warum ich es mache, verstehe ich auch, wie ich es mache.